Herzlich willkommen im täglichen Videostrategie-Ticker des Frankfurter Börsenbriefs heute an Epiphanias 2015. Gestern hatte ich an dieser Stelle angemerkt, dass ich mit einem Rückgang am Nachmittag bei den Notierungen rechne und nicht wüsste, ob tatsächlich der Markt dann auch noch die Kraft hätte, diese dann wieder aufzuholen. Es gab diesen Rückgang allerdings weitaus stärker als von mir erwartet. Ich hatte mit rund 50, 60 Punkten gerechnet. Tatsächlich rutschte der DAX aber ein gutes Stück weiter. Auch in den USA sahen wir schwache Kurse und in Asien ebenfalls. Einzig und allein der CSI 300 konnte sich leicht in die Pluszone noch retten, aber ansonsten überall deutliche Minuszeichen. Auch heute sahen wir ein klares Abrutschen an den Märkten. Im Moment ist die Angst über eine Fortsetzung der Krise in Griechenland das dominierende Thema. Was macht der Anleger? Mein Tipp des Tages ist, schauen Sie sich mal Gold an. Das ist in den letzten drei Tagen insbesondere in China wieder in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt. Wir sahen erhöhtes Trading-Volumen in Shanghai an der dortigen Börse. Seit drei Tagen hat der Goldpreis wieder ein gutes Stück zugelegt. Nach seiner Abwärtstalfahrt in den letzten Monaten, auch der SPRD, der größte Goldfonds, hat seine Bestände in den letzten Tagen wieder etwas aufgestockt, zum ersten Mal seit zwei Wochen, und von US Mint, der staatlichen Münzverkaufsstelle, wurde gemeldet, dass gestern 42.000 Unzen verkauft wurden. Im gesamten Dezember waren es 18.000. Das heißt, es gibt im Moment ein größeres Interesse an Gold. Heute notiert der Preis zwischen 1207 und 1213. Ich kann mir vorstellen, dass der Goldpreis nochmal mindestens in den Bereich von 1250 vorstoßen wird, und diese kurze Bewegung kann man mitnehmen. Wie es dann weitergehen wird, lässt sich im Moment noch nicht prognostizieren. Das hängt natürlich auch davon ab, wie sich die Krisen in Griechenland und in der Eurozone insgesamt weiterentwickeln werden. Ein Kontraindikator ist im Moment der Dollar. Normalerweise fällt das Gold, wenn der Dollar steigt, im Augenblick nicht, was allerdings auch auf der anderen Seite auch für ein erhebliches Interesse sprechen könnte. Das heißt, meine Empfehlung, schauen Sie sich kurzfristig mal das Gold an. Hier ist zumindest kurzfristig eine Bewegung in Richtung 1250 möglich. Das sind die Hinweise für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Morgen melde ich mich wieder. Bis dahin alles Gute, Ihr Bernhard Lenzing.